In diesem Video. Meine Rückfahrt von Litauen führte mich am Oder-Warte-Bogen vorbei. Der sogenannte Ostwall oder auch Projekt Riegel ist eine gigantische Bunkeranlage, die sich über mehr als 100 Kilometer erstreckt und aus vielen Bunkern besteht, die in 30 Meter Tiefe über ein Tunnelsystem verbunden sind. Viel Spaß beim Ansehen und bitte abonniert meinen Kanal und klickt mal auf Gefällt mir. Tausend Leute gebaut. Was gebaut? 100 Kilometer Kopfstecher. 100 Kilometer. Was gebaut, Deutsch? Oh, ja. 100 Kilometer. Vielleicht heute, wir machen diese Führung. Samstag kommt Bernd hier. Wir machen 8 Stunden Führung. Zeige oben, Regen um Lager, zeige Drehblicke, Schüchtern mit Kawaschnikow. 2 Kilometer weiter. Richtung Hochwalde, Halbinsel, Richtung nur Attrappe, Scheinkuppel. Aber das Schwammel gebaut, ohne Eisen. Aha. Diese Geizige, Polen-Posen, Polen-Posen, Geizige. Aufpassen, Strom, ja. Das ist deutsche Wertarbeit, schau, wie ist wie neu. Ich hier war Blech, viele Steilhalter, viele Steildraht, Kreuzung. Und diese Pflanze, Sandor. Mhm. Warum ich mache das? Ich mache das immer. Warum? 40 Jahre fliegt meine Schule. Zack, hallo. Ich sehe Judo auch. Wenn eine Ippon, ich komme wie kleine Kalben. Auf Wiedersehen, alles gut. Schau, das ist die deutsche Weltarbeit. Mhm. Dieses Club, ohne Rost, scheißes Borsigreimetall. Das ist das, was ich damals nie verstanden habe. Guck dir mal das an, wir haben sie mit dem Hauser drauf. Das ist Beton. Was ist denn das für ein Leitstoff? Ja. Das ist viel möglich. So sieht das aus. Ja. Das ist keine Beton. Beton musst du nicht klauen, nicht ausgeliehen. Das ist der Kruppstahl. Ich mache Werbung viermal. Ja, okay, aber was ist das für eine Masse? Was ist das für ein... 50 Tonnen. Nein, nicht das Gewicht, sondern... Was welcher ist das? Stoff? Was für ein Leitstoff? Ist das? Das ist doch kein Beton. Nein, Stahl. Stahl, das gute Kruppstahl. Ach, das ist reiner Stahl? Ja. Russen getestet mit Haubitze 203. Ja, das ist 2 Wochen später. Zuerst Russen Panzer Richtung Hochwalde. Ja. Dann 2 Wochen später Russen getestet mit Haubitze 200. Riegeschütz mit einem Kaliber von 203 mm. Sie diente vor allem zur Bekämpfung von Bunkern und befestigten Stellungen und galt als besonders zielgenau. Die Haubitze M110 war ein... Kreis unter dem Hund. Hektare 50 Euro. Kaufe. Schon geschrieben zum Olaf. Olaf gerne zahlen Fischbrotze. Er muss zahlen Strafe.
viel Adresse. Okay. 770, das ist dieser Objekt. Wo wir sind jetzt? Hier. Mhm. Dieser Punkt. At. Ja? Mhm. Quad. Von Rotterich. Er war von Rotterich? Der Rotenburg. Ah, Rotenburg. Zu diesem Bunker, in diesem Bunker, ja. Mit Quade. Amerikanische Quade. Foto 50 Euro kostet. Und, aufpassen, jawohl. Hier gerade war diese Falltiere. 400 Kilo gegen ohne Motor, gegen Gewicht. Beton. Mhm. Das ist gut. Wer ist denn jetzt wieder? Hier war Blech wegen Sicherung. Blech weg. Falltiere. Mhm. Und wann zeige das? Oh, schau, ich bin hier. Sehr gut, schnell. Die zweite Lache. Bitte hin. Ich schau hier. Mach mal hier. Da hin. Lauf 6 Meter, du rauchen und mit herzlich willkommen. Schau. Ja gut, weitergehen. Hier. 3 Meter hier. 3 Meter hier. Mal alle Foto, alles in Erklärung, Maschinengewehr mit deutscher Sprache. Schade. Stunde. Hotel 6 Sterne, 6 Meter. Verstanden? Hm. Besonders. Sie haben Kura vorne, ja? Schau. Herzlich willkommen. Mach mal. Du, sieh hier. Spiele. Du nicht. Spiele, spiele. Komm. Weiter. Okay. Wechsel. Ende Karriere für dich. Okay. Sind die noch echt? Warte mal. Du hast eine Frau nicht erinnert. Komm. Zwei Maschinengewehre. 6 Schichante, 2 Maschinengewehre. Ich hier, deine Onkel gewann blau. Du weißt, hier Zahnräder, schau. 90 Jahre, 11 wie 9. Periskop, die U-Boot. Schau, am Wand, hier Asbest. Da ist rum, wenn Frauen werfen, man meint, bei der Hitze. Hier, alte Motor, arbeiten bis heute. Im Bunker vielleicht nicht. Ist okay. Schau, dieser erste Stock. Hier war diese auch hier gerade. Gerade ist Schalter. Mhm. Fußschalter. Ja. Mhm. Schau, diese rote Tank ist noch Pumpe mit Rost. Mhm. Hier war Kilo Labyrinthe. 100 Kilometer. Verstanden? Sicherung in diesem Marsch. Hier gebrannt 100 Leute. War 20 ins Wasser. Pumpe. Hier war Knall. Schau, das ist Sitz, Kupplung in diese Kiste. 20, geh weiter. Du hast Stempel. Komm, Stempel, Borsig, Rheinmetall. Oh, schau. Jahrgang 37, Kuppel 39. Borsig, Rheinmetall. Schau, hier war Asbest, diese weiße Farbe. Voll Asbest. Warum? Kindertag, auf. So. Krupp. Diese Ton, moderne Rohr, haben Angst mit Schließen. Angst. Schau, alter Rohr.
Neue Runde. Ticket, du weißt, wie viel kostet? 50 Euro. Noch eine Runde. Du hast heute Glück, du hast heute Glück. Weiter, in diese Bahn. Lazarett und Kaserne. Und 20 gleiche Bunker. In diese kleinen Gänge. Jeder kleine Gang zum Hauptgang. Zum Hauptgang. Zum Hauptgang. Kleine Gänge 20 Kilometer, Hauptgang 10. Wir gehen zum Heinrich, zurück zu 16. Bahnhof Heinrich, Gustav, Friedrich, Emil, Dora, Cäsar, Bertha. Sonntag, Samstag. Ich mache das. Fahren wir zum Gustav. Gehen hier, Ludwig, hier. Ich nehme es auch nach oben, Eingang. Die Meditationmethode. Du weißt? Ich denke, Stefan, du musst einmal kommen, Sommerzeit, du weißt? Wir kommen polnische Frauen mit kurzen Rocken, du weißt? Gegen Wind. Dann machst du viele, viele Leitern hoch noch. Ja, immer Leitern. Aber, anders. Polnische Frauen werden gegen Wind mit kurzen Rocken, sie laufen schneller wie ich, wenn kommt Wind. Oben ich sage, kalt, nein, kein Problem, ich bin heißer Blut, ja. 15, 20 Minuten, dann laufen schneller wie ich, wenn kommt Wind. Und du auch, wenn 20 Kilometer. Und dann? Weiter, weiter. Jetzt leise. Immer noch mal weiter. Leise. Halt, stopp. Heilige Helmut! Schon dran. Bra, bra, bra. Kollege, komm hier. Paul, Paul. Ja, heilige Paul. Gut. Jetzt treffen. Fest. Ue, du bist Kraft. Du musst. Einmal Sommerzeit, Helmut. Heilige Helmut! Helmut! Der Ostwall war eines der größten und komplexesten Befestigungssysteme Europas. Errichtet zwischen 1934 und 1938 sollte er die östlichen Grenzen des Deutschen Reiches sichern und einer möglichen Invasion widerstehen. Die Anlage erstreckte sich über rund 120 Kilometer entlang der Flüsse Oder und Warthe und umfasste über 300 Bunker. Diese waren in verschiedenen Größen und Ausstattungen vorhanden, von kleinen Beobachtungsbunkern bis hin zu großen unterirdischen Kommandobunkern. Hier, wie viel sind wir gegangen? Ein. Genau, ein Kilometer. Genau ein Kilometer. Zurück, ich gehe mit zu 16. 30 Kilometer Labyrinthe. 10 Kilometer. Ein ganzer hat 100 Kilometer. Aber Separatbunker, keine Verbindung. Keine Verbindung. Ein ausgedehntes Tunnelsystem. Dieses verband viele der Bunker miteinander und diente der Kommunikation, Versorgung und als Rückzugsmöglichkeit. Um die Bewegung feindlicher Panzer zu behindern, wurden massive Panzersperren errichtet. Weitere Anlagen. Dazu gehören noch Festungsbrücken, Stau- und Flutwerke, die zur Verteidigung genutzt werden konnten.
Der Bau des Ostwalls war eng mit der politischen Situation in Europa verbunden. Nach dem Ersten Weltkrieg und den Bestimmungen des Versailler Vertrags war es Deutschlands untersagt, Festungsanlagen an seinen Westgrenzen zu errichten. Der Bau dieser Anlage konnte aber zu diesem frühen Zeitpunkt 1934 begonnen werden, da das Deutsche Reich im Osten keinerlei vertragliche Bestimmungen hatte. Die offizielle Begründung war, dass die Anlage zur Verteidigung dienen sollte. Doch viele Historiker sehen sie als Vorbereitung für aggressive Expansionspläne. Wir dienen für den Mois. Warum? Normal keine Masse. Hier war Pumpe. Ach, schau, das ist Ziegelklinker, deutsche Werkarbeit. Schau, das ist gut. Wie tief? 4 Meter. No, ja, Messer, kaufen 1 Liter. Alles gut. Ich bringe sie mit, wir stoppen sie im Ganzen rein. Ja. Wir versenken gleich. Wir bringen sie das nächste Mal mit. Du gehst, wenn allein 500 kostet, dann nicht alle. Wir haben den Rentner ohne Spaß. Das Ende der Welt. Er geht schnell zum Himmel. Du musst haben einen Spacker. Gebe ich dann wieder. Schau, nächstes Mal, ja? Nächstes Mal. Wenn Schwiegermutti 80 Jahre alt ist. Bring ich mit und dann versenken wir sie. Ja, gut. Ich vorbereite. Der Ostwall sollte im Falle eines Krieges eine starke Verteidigungslinie bilden. Die Bunker und Tunnel sollten es den deutschen Truppen ermöglichen, lange Zeit Widerstand zu leisten. Allerdings erwies sich der Ostwall im Zweiten Weltkrieg nicht als die unüberwindliche Festung, die er sein sollte. Die Rote Armee konnte die Anlage zwar nicht ohne große Verluste überwinden, doch letztlich gelang es ihr, die deutschen Truppen zu besiegen. Nach dem Krieg verfiel der Ostwall. Viele Bunker wurden gesprengt oder geplündert. Heute sind noch zahlreiche Überreste erhalten, die von der Geschichte dieses beeindruckenden Bauwerks zeugen. Der Ostwall ist heute ein beliebtes Ziel für Geschichtsinteressierte und Touristen. Führungen durch die unterirdischen Anlagen geben Einblicke in die Geschichte und die Technik dieser beeindruckenden Bauwerke. Darüber hinaus hat sich der Ostwall zu einem wichtigen Lebensraum für Fledermäuse entwickelt. Der Ostwall ist ein Zeugnis der militärischen Planungen des Dritten Reiches und ein Beispiel für die enorme technische Leistung, die damals möglich war. Die Anlage erinnert uns an die Schrecken des Krieges und die Bedeutung von Frieden. War ein hochinteressanter Rundgang. Der hat auch richtig viel erzählt und erklärt. War super. Aber über unsere Regierung hat er sich natürlich auch lustig machen müssen. Aber naja, reden wir mal lieber nicht drüber. Jedenfalls hat er uns seine Adresse gegeben. Wer Lust hat, könnte sich mal bei mir melden. Ich würde da mal eine Führung organisieren. Mal eine richtige interessante, auch mit Fahrt mit der Bündelbahn, die ich hier unten habe. Da möchte ich so 8 bis 12 Leute zusammenbekommen. Könnte man ja hier irgendwo freitags auf dem Campingplatz fahren. Und dann sonnabends diese Führung machen. Wer Interesse hat, kann sich mal bei mir melden.
ich würde das eventuell mal in die Wege leiten.